Das Promi-Geflüster, heute mal wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Und natürlich, ihr wisst ja, der ESC steht wieder im Raum. Im Mai heißt dann ein Lied für Turin. Aber im März, Anfang März, da werden sich 6 Kandidaten einer Jury wieder stellen. Und einer kriegt dann die Fahrkarte, eben Deutschland beim ESC, beim Eurovision Song Contest in Turin zu vertreten. Wer das jetzt sein wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Wie gesagt, am 4. März ist es dann soweit. Da gibt es dann die große Entscheidung. Und ich werde jetzt versuchen, in den nächsten Tagen, Wochen noch bis zum 4. März hin die 6 Kandidaten vorzustellen. Und heute fangen wir gleich mal an mit einer reizenden Sängerin. Felicia Lu heißt sie und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallöchen. Hi, servus. Hi. Ja, ich muss jetzt erstmal feststellen, zum einen sind wir ja, glaube ich, fast Kollegen, denn du bist auf YouTube auch sehr präsent, hast einen eigenen großen Kanal mit fast 40.000 Followern, gell? So ist es. Ja. Wie lange bist du jetzt schon beim YouTube? Du machst ja eigentlich auch regelmäßig deine Postings. Ja, ich habe 2017 habe ich das recht intensiv gemacht. Dann habe ich das wieder so ein bisschen gelassen, um mich auf meine Musik zu fokussieren. Und jetzt im Zuge des ganzen ESC-Szenens wird er wieder belebt. Okay, aber natürlich steht bei dir die Musik im Vordergrund. Ganz klar, das ganze Leben schon, glaube ich, ist von Anfang an geprägt mit der Musik. Wie ging's los bei dir? Erzähl mal ein bisschen über dich. Gerne. Also grundsätzlich, Musik war schon immer so mein Ding. Ich erinnere mich, als ich noch super klein war, dass meine Mutter auch immer gefragt hat, okay, soll ich euch zu Bett gehen, quasi vorlesen oder wollt ihr zusammen singen? Und auch schon damals war immer ganz klar, nein, ich will singen. Und auch musikalischer Kindergarten, musikalisches Gymnasium, da war schon immer ziemlich der Fokus drauf und für mich gab es auch nie so einen anderen Plan. Das war so das Einzige, was ich machen wollte. Und habe jetzt auch das Glück, beruflich auch Songwriterin zu sein. Also ich konnte die Musik zum Job machen, was ja schön ist. Beschäftige mich eigentlich auch 24 Stunden tatsächlich nur mit Musik. Okay, jetzt stehen natürlich die Zeichen ganz auf ESC-Vorentscheid. Wie wurdest denn du dieses Jahr, beziehungsweise wie wurden die Kandidaten dieses Jahr ausgewählt? Also dieses Jahr konnte sich quasi wieder jeder bewerben. Es war quasi ein Open Casting Call, wenn man so möchte. Das bedeutet, man konnte seinen Song hinschicken oder mehrere Songs. Davon wurde dann eine Auswahl getroffen. Diese Auswahl durfte dann die nächste Runde und in Person quasi sich nochmal beweisen, das Ganze nochmal vorsingen. Und dann haben es 6 Leute geschafft und ich war glücklicherweise einer davon. Okay. Aber ich habe jetzt noch gelesen, glaube 2017 hattest du schon mal ein bisschen ESC-Luft schnuppern dürfen. Ja, also ich war 2017 tatsächlich schon mal im Vorentscheid, in den Top 5 auch. Mega cool, war damals aber alles so ein bisschen anders. Da wurden wir quasi nicht, das war nicht so, okay, ich komme jetzt mit meinem Song und bin der Künstler, sondern da wurden damals 2 Songs geschrieben für alle. Die waren quasi einfach so, hier sind die 2 Songs, mach das mal zu deinem. Und dieses Jahr, es freut mich eben sehr, dass ich jetzt mit meinem eigenen Song dastehen kann, den ich komplett selber geschrieben habe und wirklich so als Künstler auch auf der Bühne stehen darf. Das habe ich jetzt natürlich schon auch entnehmen können, wenn man so die Pressemeldung und auch die ganzen Titel mal durchliest. Ihr seid tatsächlich da mit euren eigenen Songs am Start. Also jeder Künstler oder jeder Teilnehmer hat sein eigenes Werk eingereicht sozusagen, ne? Genau. Also man konnte sich dieses Jahr auch nur als Gesamtpaket bewerben, also Künstler mit dem Song schon. Ich konnte jetzt quasi nicht nur sagen, hey, ich bin Sänger, ihr könnt mir irgendeinen Song geben, sondern wirklich nur, ich bewerbe mich mit diesem Song. Wenn es gefällt, schafft man es rein in die nächste Runde und wenn nicht, dann halt nicht. Okay. Ja, und jetzt der 4. März, da fiebert man natürlich schon drauf hin. Da gibt es die Radiostationen in Deutschland, die Pop-Radiostationen, der ARD-Rundfunksender, die entscheiden mit und glaube auch deren Zuhörer, oder wie ist denn das Ganze nochmal? Genau, also das Voting-System dieses Jahr ist auch was komplett Neues, da eben seit 10. eigentlich schon unsere Songs im Radio spielen, was schon mal mega geil ist für uns alle. Aber ab dem 28. Februar kann quasi die Zuhörerwelt im Radio auch schon mal voten, das heißt schon deutlich vor der Show eigentlich, kann man dann auf den Radio-Internetseiten schon mal sein Voting abgeben und dann zusätzlich noch am Abend der Show über Telefon-Voting.
Okay. Da kommt es natürlich darauf an, dass man das seine Fangemeinde richtig mobilisiert, oder? Das kann natürlich gut sein. Also da bin ich wahrscheinlich auch einer der Underdogs, weil die anderen ja viele haben schon eine richtig große Fanbase oder haben Major-Labels hinter sich stehen. Ich stehe da jetzt so ein bisschen ganz alleine und hoffe einfach, dass es ausreicht und dass der Rest Deutschlands, der mich jetzt dadurch kennenlernen darf, dass ich die auch überzeugen kann und die dann länderweise für mich voten. Okay, jetzt haben wir natürlich, oder hast du natürlich hier wirklich die Chance, vielleicht auch unser Publikum nochmal zu überzeugen. Ich werde es auch nochmal wirklich in die ganze Welt hinausjagen, dass da wirklich jeder für dich dann seine Stimme abgibt. Erzähl mal ein bisschen über deinen Song. Was hat es denn für eine Botschaft dahinter? Es geht ja um Ängste und Sorgen, kann man sagen mal, ne? Genau. Also mein Song Anxiety ist eigentlich ein super persönliches Thema. Ich selber habe Social Anxiety, also das heißt, ich bin lieber so allein und habe immer Schwierigkeiten, auch Leute kennenzulernen und rauszugehen. Und es war eine Thematik, die mich schon sehr lange beschäftigt, die ich auf jeden Fall auch mal in den Song packen wollte. Und war damals im Studio und der Song ist eigentlich total spontan entstanden, war gar nicht so geplant, der ist einfach so passiert. Und freue mich einfach sehr, mit dem Song dabei zu sein, der einfach wirklich eine tiefere Message hat, wo auch viele Leute, glaube ich, sich damit identifizieren können. Gerade in den letzten 2 Jahren war es einfach eine schwierige Zeit für uns alle. Und ich glaube, wir sind alle mehr mit dem Thema Angst konfrontiert als je. Aber es ist trotzdem kein Huhu, ich habe so Angst, es ist so schlecht Song, sondern eher ein Upbeat-Song, der auch gute Laune verbreitet, wo man sagen kann, okay, ich habe das zwar, aber ich kämpfe mich da frei und es wird alles in Ordnung sein. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn schon ein paar Mal jetzt gehört, auch jetzt in Vorbereitung aufs Interview, und muss sagen, er gefällt mir sehr gut. Das Ja. freut mich sehr. Richtig. Lieben Dank. Und dann natürlich gibt es ja ein tolles Video dazu. Ich habe mir gestern auch noch ein bisschen die Entstehung noch mal ganz kurz angeschaut. Das war, hast ja alles in Eigenregie gemacht, gell? Ja, also wir hatten eigentlich ein super cooles, großes Musikvideo geplant, so wie die anderen auch, super im Studio, Riesenteam, Licht, alles drum und dran. Und einen Tag vor dem Dreh habe ich leider Corona bekommen, also einen positiven PCR-Test zurückbekommen. War krank und musste in Quarantäne, brauchte aber trotzdem ein Musikvideo natürlich für das Ganze hier. Und hat dann gesagt, okay, blöd gelaufen, jetzt muss ich es halt alleine machen. Hat das ganze Zeug zu mir nach Hause gestellt und habe das wirklich komplett alleine hier zu Hause in meiner Wohnung gedreht. Deswegen sieht es auch recht unterhaltsam aus, glaube ich. Definitiv, definitiv. Aber man muss sagen, es ist wirklich gut gelungen. Und ich meine, mit den heutigen Möglichkeiten, ich meine, du bist ja eh die YouTube-Expertin auch, weißt, worauf es ankommt, gutes Licht, Kamera und so weiter. Und dann kann man da schon was draus machen, ne? Ja, ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Ja. Und wie gesagt, das Ergebnis kann man ja angucken auf deinem Kanal, Felicia Lu, Genau. gell? So heißt du ganz einfach, ne? Richtig. Ja. Ja. Auf YouTube. Und natürlich die ganzen Social-Media-Kanäle gehören bei dir auch dazu. Wo findet man Klar, dich also das überall? ist mittlerweile als Künstler muss man das fast machen, weil ich kann die beste Musik der Welt machen. Wenn sie keiner hört, ist sie leider trotzdem umsonst. Deswegen natürlich bin ich auf Instagram unterwegs und TikTok und eigentlich überall, wo man jetzt gerade so sein sollte. Felicia Lu eingeben und dann findet man das Ganze. So ist es. Genau. Ja, genau. Du, wie gesagt, jetzt in Wien zu Hause, in Bayern sozusagen aufgewachsen, geboren. Nee, Salzburg war es dann, wenn ich es jetzt so richtig interpretiert habe auf die Schnelle. Ja, aber jetzt haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, es gibt sogar Wurzeln in meine Heimat, gell? Genau, meine Mutter kommt aus Reutlingen. Wahnsinn, Bekannte Wahnsinn. Ecke. Wie klein die Welt doch ist wieder, ne? Ja, Richtig. das stimmt. Ja. Die Familie, ist die musikalisch irgendwie auch involviert oder wie kam es bei dir zur Musik eigentlich grundsätzlich dann? Also ich würde sagen, das Musikgehen kommt eher von meinem Vater. Also meine Okay. Mutter und meine Schwester lieben Musik und sind auch sehr involviert, aber sind selber nicht ganz so musikalisch. Mein Vater ist dann eher der wirklich auch einkaufend, singend unterwegs ist. Und mein Opa war auch sehr musikalisch. Also ich glaube, von der väterlichen Seite kommt das. Eher von der Seite dann wieder. Okay, sehr schön. Ja. Ja, wenn ESC, welchen Stellenwert hat der grundsätzlich für dich, beziehungsweise wann hattest du die ersten Berührungen damit?
Also ich bin ein richtiger ESC-Fan. Also das ist bei uns jedes Jahr so ein Familienevent, wo wirklich die ganze Familie vor dem Fernseher sitzt und da mitfiebert und mitfeiert. Also für mich war das jetzt nicht nur so, ah ja, ich mache da mal als Musiker mit, weil das ist ja ein ganz gutes Sprungbrett, sondern es ist halt wirklich ein Traum. Also da diese Riesenbühne, es gibt auf der Welt nicht so eine große Bühne wie dort. Und es muss ein unfassbares Gefühl sein, da als Künstler zu stehen und seinen Song zu performen. Deswegen bin ich auch nochmal da, weil wirklich dieser Wille und dieser Wunsch nach dem ESC einfach da ist. Und ich mir einfach dachte, ey, ich versuche mal mein Glück. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber dann ist trotzdem die Erfahrung gemacht, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Dabei sein ist alles, so der olympische Gedanke sozusagen, ne? Quasi, ja. Genau. Ja, mein Künstler lebt ja natürlich von Auftritten. Wir haben es jetzt gerade ja schon gesagt, ja, hier die letzten 2 Jahre war es ja auch eher mau damit. Was waren so deine größten Momente auf der Bühne oder musikalischerweise? Also ich glaube, so von der Größe, das Größte war damals tatsächlich der Vorentscheid 2017, was es so Zuschauerzahl angeht. Aber der schönste Moment war damals ein relativ kleines Festival. Ich finde es immer ganz schön, wenn man einfach so die direkte Reaktion sieht. Also man macht so Musik und stellt das online und viele Leute hören das und man kriegt auch so Nachrichten. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man dann auf der Bühne steht und wirklich so ein Gesicht da gucken kann, die den Text mitsingen und die da dazu tanzen. Also das ist, glaube ich, als Künstler das schönste Gefühl, was man haben kann, dass man einfach merkt, wow, okay, meine Musik wird wirklich gehört und den Leuten gefällt das und keine Ahnung, das macht was mit denen. Ich glaube, das ist wirklich das Allerallerschönste. Definitiv, das denke ich auch. Und wenn du wirklich jetzt einen Auftritt hast, wie muss man sich's vorstellen? Hast du da eine Band dabei oder begleitest du dich mit einem Instrument? Wie schaut's aus? Das ganz unterschiedlich eigentlich. Manchmal bin ich mit Band am Start, manchmal bin ich auch komplett solo am Start. Es ist immer je nach Größe und je nach terminlich, wie es bei den Jungs auch aussieht, ob die Zeit haben für mich. Aber beim ESC zum Beispiel, beim Vorentscheid, werde ich allein auf der Bühne stehen, also ohne Band. Wie bereitest du dich dann jetzt auf den großen Moment vor? Beziehungsweise jetzt kommt ja erstmal der Vorentscheid. Aber wenn es dann wirklich weitergehen sollte, wofür ich dir da ganz natürlich fest die Daumen drücke, ja, gibt es Lampenfieber? Natürlich, glaube ich doch schon, oder? Ja, doch. Also ich würde sehr gerne cool sagen, ah, mich lässt das alles total kalt, ich mache das da mit links. Man ist natürlich schon sehr nervös. Also gerade auch vor so einem Auftritt könnte ich gefühlt 100 Mal Pipi machen gehen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man dann auf der Bühne steht, dann ist es wie weggeblasen und man macht so sein Ding. Und bis zum Vorentscheid ist natürlich jetzt super viel Arbeit noch. Also ich konzentriere mich extrem auf meine Live-Performance, dass die wirklich super wird. Und lege da jetzt wirklich komplett meinen Fokus drauf und 100% meiner Zeit. Und das Gleiche würde ich dann natürlich auch machen, sollte ich den Vorentscheid für mich entscheiden, dass wirklich meine komplette Energie einfach da reinfließt, dass man sich auch wirklich mit den anderen Ländern nochmal gut schließt und kurz schließt. Ich bin da wirklich, wie gesagt, super in dieser ESC-Bubble drin, weil ich einfach so ein Fan bin von dem ganzen Happening, dass ich da auch richtig Bock drauf hätte, auf jeden Fall. Ja, glaube ich. Ja, drückt man, wie gesagt, ganz fest die Daumen nochmal. Und ja, uns, ja, Deutschland, ist es ja die letzten Male leider nicht wirklich gelungen. Also die Punktezahlen waren ja immer ein bisschen sehr bescheiden, die letzten 2, 3 Male auf alle Fälle, ne? Was macht eigentlich so ein EC-Song grundsätzlich aus? Oder was muss der beinhalten, dass er Potenzial hat? Also ich glaube, es gibt kein Grundrezept, so muss ein ESC-Song sein. Also ich glaube, man hat sich oft vorgestellt, ah, das muss so ein großer Song sein mit Streichern und Happy und bla bla bla. Aber ich glaube, gerade die Top Ten der letzten Jahre hat einfach bewiesen, dass es mittlerweile keinen typischen ESC-Song mehr gibt. Ich meine, Måneskin beispielsweise vom letzten Jahr hat eigentlich dieser Norm widersprochen, was wir sonst immer so als klassischen ESC-Song gesehen hätten. Dementsprechend glaube ich, ist es einfach wichtig, dass der Künstler wirklich authentisch auf der Bühne steht, mit seinem Song auf der Bühne steht. Ich glaube, wenn etwas ehrlich ist und mitreißend ist und auch eine Message hat, wo die Leute sich mit identifizieren können, dass man damit auf jeden Fall schon mal größere Chancen hat als jetzt mit so einem klassischen ESC-Song. Aber ich denke mal, im Hintergrund steht natürlich sowieso erstmal auch die Verbundenheit mit den anderen Teilnehmern. Also jetzt auch dann drüber hinaus, wenn es jetzt wirklich der ESC als solches dasteht, dass man sich einfach auch untereinander ein bisschen wieder mehr zusammentut und die Ja. Musik
einfach Freude übermitteln soll, ne, letztendlich. Genau, ich meine, ja, es ist ein Wettbewerb, ganz klar, und es gibt danach ein Ranking, aber am Ende des Tages ist es eigentlich ein Musikfestival. Also es geht eigentlich darum, Musik zu feiern und Menschen zu feiern und Liebe zu feiern. Und ich finde, das sollte auch grundsätzlich im Vordergrund stehen. Natürlich wollen wir aber trotzdem auf die Link-Tabellenseite. Also man sollte natürlich dann trotzdem auch so ein bisschen versuchen, was Gutes zu liefern, und das wäre auf jeden Fall auch mein Fokus, aber natürlich steht die Musik absolut im Vordergrund. Ja, genau. Und ich denke mal, wenn dann nachher wirklich auch untereinander nochmal Kontakte entstehen und man vielleicht auch darüber hinaus weitere Projekte machen kann, das wäre, glaube ich, doch dann auch schon wieder was, ne? Absolut, da stimme ich zu. Ja. Jetzt ihr sechs, ihr habt euch jetzt kennengelernt letzte Woche, glaube ich, am 10. Februar. War das euer erstes Genau. Zusammentreffen? Ja, also genauso wie der Rest Deutschlands wussten wir auch nicht, wer die anderen Kandidaten sind. Also wir wurden da selber auch quasi überrascht. Es ist auch ganz lustig, weil man kennt sich ja auch so ein bisschen untereinander. Ist auch so eine kleine Musikbubble, so groß ist dann Deutschland auch nicht, dass man die anderen Musiker noch nie gehört hat untereinander. Also es war super schön zu sehen, wer dann noch dabei ist. Und ich muss auch sagen, es fühlt sich für mich zumindest überhaupt nicht richtig an wie ein Wettbewerb, sondern wir sind alle wirklich super freundlich und super happy miteinander und machen uns eigentlich eine coole Zeit. Einer von uns wird fahren, die andere nicht. Und wir versuchen einfach trotzdem, dass jeder so sein Ding da draus zieht und sein Bestes gibt einfach. Dann heißt es also, wenn je nachdem, wer jetzt gewinnt, man unterstützt dann sich gegenseitig. Also und wird dann für Definitiv. denjenigen, der dann weiterkommt, entsprechend auch weiterhin die Daumen drücken, ne? Ja, also ich glaube, ich finde es auch ganz wichtig, dass man da wirklich zusammenhält. Und gerade auch, weil Deutschland immer so ein bisschen, nein, wir werden wieder Letzter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Land dann auch hinter dem Kandidaten steht und sagt, okay, hey, wir stehen da jetzt dahinter, der macht das jetzt oder die macht das jetzt. Und da dann nicht sagt, ah, wäre doch mal lieber. Und ja. Genau, nee, also da denke ich mal, wird schon eine tolle Nummer dabei rauskommen, definitiv. Die anderen sind ja eigentlich auch nicht wirklich schlecht, ne? Die Eben, ich dabei finde alle sind. tatsächlich auch gut. Also ich bin super zufrieden mit der Auswahl. Ich finde die Songs alle mega gut. Die sind doch recht unterschiedlich. Also ich bin sehr gespannt, wer das Rennen machen wird. Definitiv. Und ansonsten geht ihr zu sechst alle mal auf Tournee dann, wenn es wieder erlaubt ist. Genau, das wäre der Das wäre Alternativplan. Doch auch eine tolle Sache, oder? Definitiv, das stimmt. Ja, genau. Ja, weiß nicht, hast du spontan so eine kurze Anstimmung drauf? Gibt sowas? Ich weiß jetzt über Na Umwege klar. vielleicht. Dass die Sehr Leute mal gerne, ist kurz nicht wissen, das. nochmal, wie es klingt, ne? Gerne, gerne, gerne. Dann mache ich euch einfach mal kurz ein bisschen was a cappella hierher. Ja, bitte gerne. Arbeit. My mind is leaving me behind. Closed eyes, hoping they won't find every very piece of me that's ever been inside of me. I'm trying on my best to get rid of my anxiety. Ooh, I've tried keeping it inside. Ooh, I lied about where the voices hide. Every very piece of me that's ever been inside of me. I'm trying on my best to get rid of my anxiety. Ooh, of my anxiety. Hey, there we Ja, go. wunderbar. Moin, ich habe da noch was. Ich habe noch was. Kleinen Moment, muss ich bloß schauen. Ja. Ja, genau. Applaus, Applaus. Genau. Was kann man jetzt so grundsätzlich dann in der Zukunft von dir erwarten, wenn jetzt der ganze ESC vorbei ist? Arbeitest du an einem Album oder darüber hinaus? Was kommt? Tatsächlich, also ich bin gerade in intensiven Arbeiten an meinem Debütalbum. Also man kann einiges an neuer Musik erwarten, die auch so ein bisschen in Richtung von Anxiety geht. Also dieses Dark-Pop-Thema wird auf jeden Fall am Album auch sehr groß wiederzufinden sein. Sehr gut. Und dann natürlich über ein großes Label dann erscheinen, oder ich weiß ja nicht, das muss ja eigentlich heutzutage auch nicht mehr unbedingt sein. Man kann ja eigentlich auch alles so in Eigenregie über dann auch wieder Spotify und die ganzen Musikplattformen nachmachen, machen, oder? Ja, also ich habe bei einer der Kandidaten mit wenig großem Team im Back. Also ich bin bei einem ganz super kleinen Independent-Label, bei denen ich das auch machen werde und auch weiterhin da bleibe, weil ich mit denen auch super zufrieden bin. Und man braucht nicht immer so ein Riesen-Major-Label. Ich meine, bei sowas im Vorteil, das ist ganz praktisch, wenn man so ein Riesen-Team hat, die da wirklich jetzt Pfeffer geben und auf einen auf Plakate hauen und keine Ahnung. Aber ich mache einfach mein Ding und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Genau, sehr schön. Ich glaube, an dieser Stelle soll es erstmal gewesen sein. Genau.
Da haben wir doch schon ein bisschen was erfahren. Wir drücken dir, wie gesagt, nochmal ganz, ganz toll die Daumen, wünschen dir viel, viel Erfolg jetzt mal für den 4. März. Und vielen wenn Dank. es dann weitergeht, dann können wir uns ja gerne nochmal weiterhin unterhalten. Dann machen wir nochmal eine Fortsetzung dann, hoffentlich. Sehr, sehr gerne. Ich gebe mein Bestes. Genau. Und nicht vergessen, beim nächsten Besuch in Reutlingen, melde dich. Da melde ich mich auf jeden Fall. Unser nächster Kandidat oder der nächste Interviewgast, den wir haben, den kennst du ja, das ist hier der Eros. Der wird sich bei uns jetzt dann im Nachgang sozusagen als nächstes melden. Ja, dir, sehr wie schön. Gesagt, herzlichen Dank für die Zeit, dass du dich kurz vorgestellt hast bei uns im Promi-Geflüster und alles Lieben Gute Dank dir. Für die Einladung. Bitte gerne.